Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wochen Orakel im Zeitraum von 8. Januar bis 14. Januar 2018. Diese Orakel ist für diejenigen, wo alleine sind und wünschen sich die Liebe, die Partnerschaft. Und ich beginne diese Orakel zu klären und euch zeigen. Ich beginne in die Mitte und das sind die drei Karten. Und das beschreibt euren jetzigen, momentanen Situation. Ich starte mit diesen Karten, weil das hat im Augenblick eine Bedeutung. Es kann bedeuten, dass ihr im Augenblick auf etwas konzentriert. Auf die beruflichen, auf die Finanzen oder konzentriert ihr auf einen bestimmten Mann. Und dabei seht ihr euren Chancen, euren Möglichkeiten nicht. Diese Karte kann auch bedeuten, dass in eurer Umgebung ist doch jemand schon da, aber er konzentriert sich momentan auf die Finanzen oder er ist abgelenkt und nimmt euch im Augenblick gar nicht richtig wahr. Also das kann beides bedeuten. Und das sind auch die Gedanken, die Wünsche, die Sehnsüchte. Ihr habt eine große Sehnsucht nach dieser sanften Berührung. Und das kommt auch zum Erfüllung, weil jemand denkt an euch. Vielleicht ist abgelenkt, beruflich oder hat er Sorgen oder kümmert um die Finanzen momentan. Aber diese Telepathie ist da. Also nicht nur ihr habt diesen Wunsch, sondern der andere auch. Also wenn das eine männliche Person sein soll, dann hat dieser Mann auch einen Wunsch, diese Sehnsüchte. Es kann natürlich eine reale Person sein, wo an euch denkt, kann aber auch bedeuten, dass ihr eine Vorstellung habt über die Liebe, über die Partnerschaft, ist aber auch jemand schon da, wo genau die gleiche Gedanken hat und das zieht natürlich an. Und hier sehe ich schon Einladung. Also ihr habt diese Chancen, dass das eine baldige Einladung kommt, weil in dieser Situation seid ihr jetzt schon. Es gibt immer wieder Hindernisse im Leben, ist nichts Neues. Aber wir sollten lernen, diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Oft sind es Erinnerungen, verletzten Gefühlen oder Enttäuschungen, oft sind es Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst, das blockiert uns auch. Also all das sollten wir verabschieden, loslassen. Und die unteren drei Karten zeigen immer an, wovon sollt ihr verabschieden. Weil da sind Hindernisse da. Ich sehe hier aber nichts Negatives, sondern diese Karte gibt die Antwort dazu. Ihr sollt über etwas anderes denken. Und es ist nicht hier und jetzt, sondern es ist in Vergangenheit. Wenn ihr versucht, das zu abwägen, was war in Vergangenheit, war diese Verletzung wirklich bewusst oder kann er gar nichts dafür? Also wiegt etwas ab, was in eurer Vergangenheit passierte. Hier ist jetzt weniger das Abschied, weniger das Loslassen, weniger das Trennen, sondern hier zeigt mehr an euren
Einstellung dazu sollt ihr loslassen, das sollt ihr verändern. Diese Karte zeigt an, es hängt alles in Luft. Es muss in Vergangenheit etwas gewesen sein, was noch nicht geklärt ist, was noch alles in Luft hängt. Ihr weiß nicht, warum, weil das nicht ausgesprochen wurde. Und versucht das mit anderen Augen betrachten. Wiegt es ab, weil daran liegt die Gerechtigkeit. Wenn ihr sagt, ach, ich habe mich so verletzt gefühlt, ich will von ihm nichts mehr wissen, das ist für mich erledigt, ich will mit ihm nichts zu tun haben, das wäre vielleicht ungerecht. Versucht ihr das Abwägen, warum war das so, war das bewusst? Oder waren die Umstände so? Weil das würde eine Chance sein, dass ihr zusammenkommt, weil da liegt die Liebe. Dass das wieder ein Entgegenkommen, eine Versöhnung kommt. Ja, das ist die Versöhnung. Es reicht manchmal ein Signal, dass ihr was schreibt, ein gutes neues Jahr wünscht. Und dann kommt schon etwas entgegen. Und es wäre schade, diese Liebe aufgeben, weil diese Liebe hat eine Chance. Aber die Einstellung sollte man verändern. Und worüber sollt ihr noch Gedanken machen? Der nächste Schritt. Was hilft auch? Etwas in Bewegung setzen. Ein Besuch, eine Nachricht. Setzt etwas in Bewegung. Und das ist das Ergebnis. Er kommt entgegen. Ein herzliches Empfangen. Das kommt gut an, wenn ihr schreibt oder ihn besucht. Das kommt gut an und es ist sehr romantisch. Also hier bei dieser Legung liegt weniger eine neue Begegnung, sondern jemand von Vergangenheit, wo Missverständnisse da sind, das nochmal überlegen, einen anderen Blick dazu, alles abwiegen, etwas in Bewegung setzen. Es wird gut angekommen, wird auch romantisch sein und hier liegt auch die Versöhnung. Und das war diese Legung. Dann bleibt ihr auch nicht alleine. Und ich habe noch eine Botschaft und das vermitteln die Süßigkeiten. Und diese Süßigkeiten versüßen unserem Leben, aber haben auch eine Botschaft für uns. Und die Botschaft dazu ist ein Geschenk. Entweder bekommt ihr eine Einladung, ein Geschenk. Hier sieht man auch, ihr seid herzlich willkommen. Ist auch sehr romantisch. Liegt auch ein Geschenk da. Kann auch bedeuten, dass diese Entgegenkommen, diese Versöhnung, wird für diesen Mann, wenn das eine männliche Person ist, ein Geschenk sein in sein Leben. Und das war diese Wochenlegung. Wenn ihr noch Fragen habt oder möchtet ihr das nochmal klären, könnt ihr jederzeit mit mir kontaktieren. Ich empfehle dazu die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, stellt eure Fragen und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.